bin Israela Hegele, Isi, komme ursprünglich aus Brasilien und bin auch dort geboren und aufgewachsen. Ich liebe die Fotografie und bin auch inmitten von vielen Fotos aufgewachsen, weil mein Vater immer sehr gerne viele Fotos von uns Kindern, von der Natur und von Tieren gemacht hat. Und als ich selber Mutter wurde, habe ich gemerkt und verstanden, wie wichtig und was für einen Wert die Fotografie hat, wie tief das geht. Und diese wertvollen Momente im Leben, die nie mehr zurückkommen, genauso wie es gerade passiert, in Bilder festzuhalten, das ist unbezahlbar. Die Kinder, aber auch wir Erwachsene verändern uns ständig. Und um das festzuhalten, sei es eine Schwangerschaft, eine Familie, diese Momente festzuhalten, das ist meine Mission. Weil ich selber Mutter bin, identifiziere ich mich sehr stark mit der Familienfotografie. Ich weiß, wie das ist, wenn ein Jahr vorbei ist und man denkt, was schon? Hat man genügend Fotos gemacht? Hat man alle diese wichtigen Momente festgehalten? Aber auch als Unternehmerin weiß ich, wie wichtig die Businessfotos sind. Da versuche ich vorher auch durch ein persönliches Gespräch herauszufinden, was genau der Kunde braucht und was er kommunizieren möchte. Ich bin sehr dankbar, dass ich Fotografin sein darf. Es ist für mich ein Privileg und eine Ehre, wenn ich in der Privatsphäre von Menschen, also in ihr Zuhause, eingeladen werde, um dort zu fotografieren. Die größte Anerkennung ist für mich, wenn Menschen durch die Fotos zu Tränen gerührt werden. Das heißt, ich habe Emotionen festgehalten, einen Moment, der unendlich tief, stark und wertvoll war. Als Frau identifiziere ich mich natürlich mit den Müttern, weil ich die Veränderungen, die wir körperlich wie im Geist durchgehen, die verstehe ich und die sind wirklich sehr krass. Und die verschiedenen Phasen im Leben einer Frau zu fotografieren, finde ich fantastisch. Sei es ganz vom Anfang, wenn sich zwei Menschen verlieben, dann die Hochzeit, die Schwangerschaft, die Geburt, das Baby, die Kinder, aber auch sehr oft die Rückkehr zum Berufsleben. Manchen Kunden begleite ich schon jahrelang und durfte so viele Phasen miterleben. Und das ist so schön und unbezahlbar. Wenn ich dann höre, dass die Mutter sagt, ich habe noch nie so schöne Familienfotos von uns gehabt, dann bekomme ich Gänsehaut. Fotografieren ist meine Leidenschaft. Mein Ziel ist es, so weit wie möglich natürliche Bilder zu machen. Fotografieren hat mit Emotionen zu tun. Fotografieren hat mit Freude, mit Trauer, mit Zeit, mit Erinnerungen, Nostalgie, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu tun. Deswegen ist es so wichtig und wertvoll.